So, jetzt, was machen wir? Kuchen essen. Wir müssen jetzt Felge der Woche drehen. Und du hast die freie Auswahl. Such dir eine aus. Auf was hast du Bock? Lass mich kurz überlegen. Wir hatten letztens BBS, OZ. Mal was richtig Neues hätte ich vielleicht Bock. Sie da? Von MB Design? Ich hab mal mit der Kamera drauf gesucht, genau. Wie? Ja. Okay. Ist Magnesiumrad. Also, gewichtstechnisch könnte krass werden. Ich nehme die runter und dann sehen wir uns gleich wieder im Büro. Na klar. Meine Haare ordentlich? Ich weiß nicht, ob du den Heckspoiler noch drauf hast. Ach man, hör auf mich zu verarschen. Wir haben die Felge jetzt hier. Neben mir. Alter, die ist auch leicht, ne? Ey, und jetzt schmeiß ich sie runter. Oder ins Aquarium am besten noch, ne? Naja, das Ding ist wirklich, wirklich extrem leicht. Ne? So, jetzt muss ich hier noch irgendwas dagegen stellen, damit das nicht runterfällt. Geht das so? Scheint zu funktionieren. Phil? Halt, das Logo muss gerade sein. Wenn, dann machen wir das hier professionell. Wenn wir so schon nicht professionell sind, tun wir wenigstens so, als wenn, ne? MB Design MF1 Magnesium Schmiederad. Größen 7,5x17, 7,5x18, 8,0x19, 8,5x19 und 9x19. Würde ich sagen, größentechnisch 17 bis 19 Zoll, wunderschöne drei Punkte. Wunderschöne drei Punkte. Verschiedene Einpresstiefen, verschiedene Lochkreise von 4x98, beziehungsweise weiß ich auch, dass MB Design auch, ich glaube, Wunschlochkreise realisieren kann, wenn es möglich ist. Das ist schon cool, würde ich auf jeden Fall drei Punkte geben. Finish. Es gibt 7 verschiedene Farbtöne. Von Silber Standard bis Bronze Light bis Gold. Das ist schon geil. Also 7 ist schon eine Ansage. Ich muss auch sagen, wir haben damals einen Fehler gemacht. Wir haben die MB Design, die erste, die KV1, die allererste, die wir gemacht haben, hat in der Farbe keine 5 Punkte bekommen. Ich glaube nur 3 oder so. Das war ein Fehler. Die hätte mehr Punkte kriegen müssen. Weil ja viel, viele Felgenhersteller ja viel, viel weniger machen. Und ich weiß ja auch, dass Markus auch Sonderwünsche macht. Das heißt, wenn man da wahrscheinlich einen Candy oder so haben möchte, macht er das auch. Deswegen denke ich, war das damals ein Fehler. Das müssen wir jetzt hier mal ein bisschen ausbügeln. Und da würde ich auf jeden Fall 7 verschiedene Farben plus Sonderwünsche auf jeden Fall 5 Punkte geben. Weil das machen nicht viele Hersteller. Ne? Siehst du es auch so? Ja, das okay. Sehe ich auf jeden Fall so. Machen wir. Vor allem, weil ja auch die meisten nur 3 Farben oder so hatten. Gibt doch welche, die haben nur eine oder zwei. Ne? Ja. Und hier gibt es 7 Standardfarben und dann noch Sonderwünsche. Das machen nicht viele. Jedenfalls nicht ab Werk aus. Die meisten schicken ja dann nochmal weg und lassen es dann woanders nochmal ihr Wunschfinish machen. Aber und ich weiß, dass Markus richtig krasse Farben hat. Ich habe da schon Sachen gesehen, so Candy-Sachen. Auch dieses, wenn das aussieht wie eloxiert und sowas alles. Alter, richtig geil. Gut, Preis. Preis ist natürlich bei einem Schmiede-Magnesiumrad ist schon eine Ansage. 17 Zoll 598 Euro, die 18 Zoll 650 Euro und die 19 Zoll ab 730 Euro, je nach Farbe und je nach Größe bzw. Breiten kann das auch noch variieren. Das heißt, über 2000 Euro für eine 17 Zoll Felge ist schon eine Ansage. Ist natürlich auch wieder, ja, es ist ein Schmiederad, ja, es ist ein Magnesiumrad, die kosten viel, weil die Produktion viel, viel aufwendiger ist. Aber wir wollten ja mit dieser Rubrik 3, mit dem Preis, halt auch günstige Felgen auch mal ein bisschen nach vorne holen. So, und da fallen sie nicht rein und deswegen würde ich der Felge nur 2 Punkte geben. Weil es gibt auf jeden Fall noch teurere Felgen in dem Segment. Gut, Klassiker zeitlos, Punkt 4. Filigranes Speichendesign, sieht meiner Meinung nach auf einem aktuellen RS3 Bombe aus, sieht aber auch auf einem Golf 2 geil aus, beziehungsweise
Golf 3 oder anderen Fahrzeugen, würde wahrscheinlich auch auf einem Audi cool wirken, ne, deswegen klassisch zeitlos. Ja, Phil, was sagst du? Weiß ich nicht, ich hatte so gerade irgendwie einen R8 vor Augen. Nee, das geht nicht. Ist ja ein 19er. Aber so von... Keine breiten 19er. Ach so, vom reinen Aussehen her. Du musst ja mal denken, dass ich ja ein bisschen anderes Auge habe. Also du weißt natürlich, was wo wie raufpasst. Aber ich sehe zum Beispiel nur das Design. Ja. Und das Design, da sehe ich gerade irgendwie so ein R8. Ja, ist auf jeden Fall Performance-Design, ne? Ja. Also ich sehe das schon weit vorne. Wenn es das gibt, natürlich nicht für ein R8, ne? Aber wenn es das jetzt in so einer 11x20 und so geben würde, könnte ich mir das noch auf ganz vielen anderen Autos vorstellen, ne? Aber ja, gibt es halt nicht, ne? Klassisch zeitlos ist, ja, also Y-Speichendesign. Normales Speichendesign ist immer geil, ist immer zeitlos, weil das früher schon gebaut wurde. Hier ist sogar noch ein bisschen ausgearbeiteter, ne? Also ich würde da schon... Ich schwanke zwischen 3 und 4 Punkte. Eine 4, oder nicht? Würdest du sagen eine 4? Ich würde sagen eine 4. Ne? Hat so ein bisschen auch mit den Löchern hier noch drin, so ein Motorsport-Touch, ne? Auch mit den ganzen... Hier steht sogar Motorsport. Ja, 4 Punkte? 4 Punkte. 4 Punkte, okay. So, Technik. Magnesiumrad, extrem leicht, geschmiedet. Was will man mehr, ne? Also das ist wirklich krass, ne? Hatte ich Gewicht schon gesagt? Nee, ne? Nee. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Die 17 Zoll wiegt 5,6 Kilo. Das ist wirklich krass. Die 18 Zoll 6,2 Kilo und die 19 Zoll 7,2 Kilo. Ne? Die OZ Ultralegera liegt, glaube ich, bei 9 Kilo, was, glaube ich, aktuell die leichteste war, die wir hatten. Und die Jungs hauen hier nochmal, oder Markus haut da mit MB-Design nochmal auf 7,2 Kilo einen raus. Das ist schon krass, ne? Also Technik definitiv 5 Punkte. So. Designkreativität. Nicht nur Standard-Speichendesign, sondern wirklich hier nochmal ausgefräst drinne. Das finde ich echt cool gemacht. Ne? Auch so mit den ganzen Sachen hier. Es ist sogar eigentlich doppelt gefräst. Sieht man das? Komm mal her. Du hast ja hier oben nochmal. Und dann geht hier die Speiche nochmal. Ne? Also ist quasi doppelt. Das ist schon geil. Ne? Auch hier nochmal mit den Löchern drin, was ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Ja. Also gefällt mir gut. Würde ich 4 Punkte geben. Gutachten habe ich auch reingeschaut. 17 bis 19 Zoll, also alle Felgen haben auch ein Gutachten. Mindestens ein Festigkeitsgutachten. Sehe ich definitiv auch die 4 Punkte. Das war fix, ja. Ja. Traglasttechnisch, die haben jetzt nicht so eine extrem hohe Traglast, ne, aber für die Größen, was es die Räder gibt, sind eigentlich auch die meisten Autos mit dabei. Und ich sag mal, eine 19 Zoll würde ich jetzt nicht unbedingt auf einen A6 Avant bauen. Ne, da würde ich dann doch eher was in 20 oder 21 drauf machen. Deswegen die 4 Punkte da. Hat wahrscheinlich aber auch mit dem Magnesium zu tun, dass die Räder nicht so eine extrem hohe Traglast haben. Aber ist schon passend für die Fahrzeuge, wo das gedacht ist. Ne? Also wie gesagt, ich sehe das Rad wirklich, weil es ja auch hinten mit 9x19 gibt, ich sehe das Rad wirklich auf einem RS3, auf einem Golf GTI Club Sport, auf einem Golf R. So in die Richtung geht das. Ne? Da passt das Rad echt gut rein. Ne? Und ich denke mal, dafür hat Markus die Räder auch gemacht. Jetzt sind wir Punkt 8, Community. Da seid ihr natürlich wieder gefragt. Schreibt unten rein, ob ihr der Felge 1 bis 5 Punkte gibt. 1 natürlich das niedrigste, beziehungsweise bis hoch zu 5 die meisten Punkte. Und da bin ich echt gespannt, was dabei rauskommt. Wir rechnen jetzt hier einmal nochmal zusammen. Phil, sind 15, 19, 23, 27 Punkte. Das fett. 27? Wer ist eigentlich bei uns aktuell top? Weißt du das? Hatten wir mit 28 noch? Ich meine, du müsstest es theoretisch jetzt live wissen, aber ich kann es einfach natürlich einblenden. Ich weiß es wirklich nicht. Haben wir einen mit 28 Punkten oder höher schon mit dabei? Bin mir nicht ganz sicher. Muss jetzt auch sagen, wenn ich jetzt hier sehe, Finish 5 Punkte, hier 5 Punkte, dann 3x 4 Punkte, ne? Das ist schon echt nicht schlecht. Hm? Ist ein Knaller, ja. Ja. Dann, ich bin auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt, beziehungsweise eure Community-Punkte. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch und Phil, sag mal Tschüss. Ja, haut rein.
Ich zeige kein Peace-Zeichen. Ich wollte gerade sagen. Haut rein, Jungs und Mädels. Bye-bye.